Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Ja, im letzten Part sind wir, traue mich gar nicht, das zu sagen, aber wir sind wirklich zweimal gestorben. Und ich habe auch im Moment keine Ahnung, warum diese Todesnachwirkungen nicht verschwinden. Ist das gar keine Verletzung, die wir haben? Oder ist das nur, weil wir nur einmal alle 5 Minuten einmal wiederbelebt werden können oder was? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, sagt mir das doch einfach mal, warum die Verbände gerade nicht funktioniert haben. Weil dann bin ich auch wieder etwas schlauer. Ich lerne ja auch nie aus bei diesem Spiel. Ich habe immer mal wieder was Neues, was ich erfahre und mitbekomme. Und von daher, gib mir da doch einfach mal ein paar Infos zu, was das mit den Verbänden auf sich hat und warum ich jetzt nicht wiederbelebt, beziehungsweise keinen Verband auf benutzen kann. So, jetzt habe ich es aber. So, jetzt sind wir hier auch schon wieder im Lager, können die Quests soweit abgeben. Guck mal, hier ist noch die kleine Ausgabe von unserem Drachen. Aber die sehr viel kleinere Ausgabe. Das war falscher Knopf. Ich drück schon wieder immer C, wenn ich vom Reittier abmounten will. Ist unglaublich. Ja, und dann geben wir die Quest so einfach mal ab. Ausgezeichnet. Das sollte Ihre Suche erheblich behindern. Quest abschließen. Jawohl, das haben wir. Grabtausch. Das wird Sie hoffentlich ein wenig aufhalten. Wir müssen herausfinden, warum Türen und dieses Portal dem Kult so wichtig sind. Machen wir doch glatt. Bericht der Hafner, der Kult des Drachen. Ah, das liest du wieder nicht vor, ist ja sensationell. Ich denke, das hat schon einmal einen guten Anfang genommen. Doch da wir nun auch über das neue Vorhaben des Kultes unter Severin erfahren haben, wären verfrühte Siegesfeiern fehl am Platz. Ich habe einen Bericht für Hafnerin Bauer in Protectors Enclave zusammengestellt. Wärt ihr so nett, ihr diesen zu überbringen? Okay, machen wir auf jeden Fall. Wir müssen wieder zurück zur Protectors Enclave, sind damit hier auch dann auch erstmal fertig auf dem Friedhof Netherdeath. Darauf habe ich ja hingespielt, damit wir endlich auch mal ins nächste Gebiet kommen. Was ist denn hier los? Da hat irgendwas geleuchtet, ein komischer Zauberer ist hier unterwegs. Da Protectors Enclave, genau, wir wollten die Quest erstmal abgeben. Und dann müsste, glaube ich, auch was wie Ziel erfüllt. Eine helfende Hand für die Haft. Hä? Wieso haben wir jetzt automatisch eine Quest bekommen? Und wieso steht da, wir haben 500 Astraldiamanten veredelt? Hä? Was ist denn hier los? Jetzt will das Spiel mich aber mobben, wa? Ach, hat er echt tatsächlich automatisch veredelt? Was ist denn hier los? Ja, gut, von mir aus, wir gehen auf jeden Fall erstmal hier zur Hafnerin. Schauen wir mal eben hier oben. Die müsste ja jetzt hier links runter sein, ne? Ja, tatsächlich, ich hab's doch noch richtig in Erinnerung. Der Offizier Nox oder Feldwebel Nox, der war auf der anderen Seite und hier ist die Troller, die wir so sprechen sollen. Für die Drachenquests. Ja, da sieht man es auch. Eine helfende Hand für die Hafner. So, die liest natürlich auch wieder nichts vor. Das heißt, ich muss wieder lesen. Ich bin begeistert. Moment, vorher mache ich mal eben hier wieder den Feststelltaste aus. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Trotz den Rückschlägen, die sie erlitten haben, haben Severins Kultisten ihre Pläne weiter vorangetrieben. Ihr solltet mich jeden Tag aufsuchen und ich werde euch die Gebiete nennen können, die an dem jeweiligen Tag eure besondere Aufmerksamkeit bedürfen. Ihr habt die erste tägliche Tyranny of Dragons Quest freigeschaltet. Sucht Hafnerin Bauer jeden Tag auf. Sie wird euch spezielle Missionen zur Unterstützung der Fraktion, die ihr bereits über das Kampagnenfenster freigeschaltet habt, geben. Wenn euer Held Stufe 60 erreicht hat, werdet ihr zusätzlich Zugang zu weiteren persönlichen Quests erhalten. Okay, Quest abschließen. Das haben wir soweit fertig. Das zeige ich euch gleich auch mal eben.
Und hier sind wir, haben wir auch noch was. Ja, das liest du natürlich auch nicht vor, von daher bin ich wieder dran. Ich verstehe nun, warum Feldwebel Nox nur in den höchsten Tönen von euch spricht. Gute Arbeit. Gebt mir etwas Zeit, um mir Hafner, Gebt mir etwas Zeit, um mir Hafnerin Windels Bericht anzusehen. Sucht mich später erneut auf, dann dann bereden wir, wie wir weitergehen, gegen den Kult des Rachen vorgehen. Stattet Hafnerin Bauer täglich einen Besuch ab. Je weiter ihr in der Tyranny of Dragons Kampagne voranschreitet, desto mehr neue Quests und Gebiete werden euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt diese Quests von Hafnerin Bauer und den anderen Fraktionsrepräsentanten in der Nähe erhalten. Quest abschließen. Okay, wir könnten hier jetzt die täglichen Quests annehmen, um die Tyranny of Dragons Kampagne weiterzuführen. Werde ich jetzt an dieser Stelle aber erstmal nicht machen, denn die Tyranny of Dragons Quests, wie ihr schon mitbekommen habt, sind halt wiederholbare Quests. Und das ist ein bisschen, ein bisschen lame, könnte man eigentlich sagen. So, jetzt muss ich mal, wie kam ich da? Achso, mit F2 war das. So, wo war das jetzt gewesen? Das wollten wir uns immer angeguckt haben. Die Fahne war das, ne? Tatsächlich, hier sieht man's. Wir sind jetzt in der Tyranny of Dragons. Der Kult des Rachen ist wieder in Erscheinung getreten. Scheinbar sucht er nach etwas von großem Wert. Überall entlang der Schwertküste treiben die Diener des Kultes ihr Unwesen und erregen die Aufmerksamkeit des örtlichen Beschützers. Die Schwertküste ist einer großen Bedrohung ausgesetzt und tapfere Helden sind dazu aufgerufen, ihr zu Hilfe zu eilen. Ausgehend von ihrer Basis in Neverwinter müssen diese Helden eine wachsame Allianz von Gegnern des Kultes unterstützen, mehr über diese Ziele in Erfahrung bringen und jede Gelegenheit nutzen, die Aktivität des Kultes zu zerstören. Was? Ach, hier gibt's auch noch... Ach, Tyranny of Dragons Laden. Da kann man... Moment, Laden? Ja doch, da kann man hier die ganzen Bücher und sowas kaufen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das alles genau funktioniert. Also verzeiht mir da, wenn ich da noch nicht auf dem neuesten Stand bin. Müsste ich mir dann nochmal genauer angucken. Auf jeden Fall, was ich schon mitbekommen habe hier ist, wir haben hier so einen komischen Tyranny of Dragons... wie nennt sich das? Kampagnenbaum. Und wir könnten jetzt theoretisch hier draufklicken. Unterstützt die Hafner auf dem Neverdead-Friedhof. Sobald ihr diese Aufgabe dreimal abgeschlossen habt, werdet ihr den Umhang der Hafner erhalten. Ihr müsst mindestens Stufe 26 erreicht haben, um die Kampagne fortzuführen. Sie haben alles, was sie für die Aufgabe benötigen. So, da könnte ich jetzt draufdrücken. Genau, und da sieht man es schon. Das ist hier dann diese tägliche Quest. Ja, da bräuchte ich jetzt theoretisch drei von diesen Drachenhort-Münzen und zwei von diesen Geheimnisse des Kultisten-Dingern, um diese starten zu können. Die müsste ich dann theoretisch dreimal machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich die dreimal abgeschlossen habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, weil wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht so hundertprozentig aus. Ist es auch jetzt das zweite Mal für mich, dass ich hier überhaupt bin. Dann müssten wir theoretisch, wenn man hier den Pfeilen folgen kann, hier die mittlere Aufgabe freischalten und, ne, die obere Aufgabe geht noch nicht, weil dafür müssen wir erst die drei unteren schaffen. Ja, und dann haben wir hier die mittlere, da können wir das auch wieder machen, müssen wir wahrscheinlich auch dreimal wiederholen, bis wir dann ganz oben angekommen sind. Und hier gibt es dann zum Beispiel Belohnungen. Da kann man sich dann... Ach, kann ich jetzt schon was aussuchen oder was? Ne, kann ich noch nicht. Dann brauchen wir nämlich, um hier eine dieser neuen Fähigkeiten zu lernen, ich kann euch mal zeigen, was das sind, Drachenherz, plus 800 Trefferpunkte. Und hier haben wir Klauen des Drachen plus 200 Kraft. Natürlich würden wir dann die Kraft nehmen, auch wenn die 800 Trefferpunkte schon nice sind, aber ich würde auf jeden Fall die Kraft nehmen mit diesem Charakter. Aber um diese Fähigkeit freizuschalten, also zumindest eine von den beiden freizuschalten, bräuchten wir 15 von den Münzen, wir bräuchten 30 verbotene Überlieferungen, 2000 Astraldiamanten und einer, was ist das? Achso, ein Gold soll das wahrscheinlich sein. Und dann könnten wir theoretisch eine dieser Fähigkeiten freischalten. Ja, dann geht's weiter mit den nächsten hier. Kritischer Treffer wird erhöht, Robustheit wird erhöht. Und da kann man dann halt gucken, was man da so alles bekommen kann. Und die muss man sich halt dadurch, dass man diese täglichen Quests macht, freischalten. Das werde ich selbstverständlich mit euch
Ich denke mal, ich werde mit Level 60 damit dann richtig anfangen, weil Tyranny of Drang ist ja schließlich Modul 4. Und von daher werden wir das dann auch mit Level 60 dann zumindest jede wiederholbare Quest einmal machen, um einfach das auch im Let's Play gezeigt zu haben. Und das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. So, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unser Journal aufmachen. Eben Dawns wollen wir natürlich nicht verfolgen. Wir wollen hier die Teufel in Helmshold verfolgen. So, warum werden die uns jetzt nicht angezeigt? Warum wird uns das jetzt nicht angezeigt, lieber Freund? Naja, ist egal. Wir gehen erstmal nach Richtung Helmshold raus, würde ich sagen. Ja, da haben wir ein bisschen Fallschaden gekriegt, was soll's. Ist nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt so einen kleinen Einblick schon mal gekriegt, wie das mit den Modulen funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit den anderen Modulen auch so ist. Also ist es jetzt im Moment, so wie ich das sagen kann, erstmal nur mit Tyranny of Dragons so. Ich bin gespannt, was uns da noch so erwartet, auch mit den anderen Modulen. Da bin ich echt mal sehr gespannt drauf, weil wenn das wirklich alles mit täglichen Quests ist, ja, ich weiß nicht. Also ist ja auch, man kann auf jeden Fall dann diese täglichen Quests einmal zeigen und dann gucken, was dann hinterher alles so neu dazukommt und sowas alles. Schauen wir mal. Wissen, Helmshold. Unsere Troller ist auch wieder fleißig am Musik machen. Jetzt, was mir gerade ein bisschen auf den Sack geht, ist die Tatsache, dass wir einfach nicht angezeigt kriegen. Hallo, hallo, hallo. Warum? Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, genau, jetzt haben wir's wieder eingeblendet. Sehr komisch manchmal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal unsere erste Quest ab und holen uns dann die nächsten, wa? Helmshold ist dem Untergang geweiht und es ist meine Schuld. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Helmshold wurde von Teufeln und ihren Ashmedai-Kultisten überrannt. Meine Armee wurde besiegt und man schickt mir Abenteurer zur Hilfe? Versteht mich nicht falsch. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann, und ich habe Gutes über euch gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob selbst ihr etwas gegen die Mächte der neuen Höllen ausrichten könnt. Ja, Let's Play mit Krankenwagen, man hört es im Hintergrund. Ich hoffe, man konnte jetzt den Text, den er vorgelesen hat oder vorgesprochen hat, ich hoffe, den Text konnte man verstehen durch diese hässliche Sirene, aber nun gut. Ausdütteln. Unter den Ashmedai sind verrückte Magier, die ihre Seelen für diabolische Kräfte verkauft haben. Diese sogenannten Höllenhexenmeister haben uns auf dem Schlachtfeld die Hölle heiß gemacht und meine Soldaten gnadenlos verbrannt. Wenn wir Helmshold zurückerobern wollen, müssen wir zuerst diese Eiferer ausschalten. Okay, da kriegen wir also unsere ersten Killer-Quests, finde ich gut. Tod den Teufel. Bei dem Versuch, Helmshold von den Ashmedai-Kultisten zurückzuerlangen, haben sie eine Armee von Teufeln auf uns gehetzt. Wie die Aasgeier sind sie über uns hergefallen und haben uns von Bruder Setarin und anderen Überlebenden innerhalb der Stadtmauern abgeschnitten. Erlegt die teuflischen Wichter auf dem Schlachtfeld und lasst Bruder Setarin wissen, dass Hilfe kommen wird. Zeigt ihm, dass die Teufel besiegt werden können. Jo, machen wir auf jeden Fall. Kommt mir das eigentlich so vor, oder hatte der dieselbe Stimme wie der Feldwebel Nox? Ich meine, das wäre dieselbe Stimme gewesen. Interessant. Sind vielleicht Brüder oder sowas, man weiß es nicht. So, hallo, was haben wir hier? Wiederwache. Was? Wiederwache? Okay. Wiederwache. Ihr seht aus, als wüsstet ihr mit einem Schwert umzugehen. Ach ja, ihr seid doch der Abenteurer, von dem die Wache im Turmviertel so viel Hilfe erhalten hat. Einer der zeitweiligen Korporale, oder? Leider haben wir hier in Helmshold wieder zu wenige Soldaten. Wenn ihr erneut für die Wache arbeiten wollt, sprecht mit Hauptmann Dunfield. Er wird sich über die Hilfe freuen. Ja, auch das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage, Hauptmann da, achso, das weiß ich, ist wieder hier der Knilch. Aber vorher nehmen wir nochmal hier diesen neue Wissen mit. Die Ashmedai. Das neue Wissen über diese nächste Gegnergruppe, die wir haben. Okay, was hast du zu berichten? Willkommen, Korporal. Wir können wirklich eure Hilfe gebrauchen. Der Nebel des Krieges. Ab und an schmuggeln wir eine Gruppe Soldaten in das eigentliche Helmshold, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Wenn eine Gruppe einmal im Inneren ist, können wir allerdings nicht mehr mit ihr kommunizieren. Die Dinge können sehr kritisch werden und es besteht die Gefahr, dass wir sie verlieren.
Leutnant Nesvettel und ihre Leute stecken momentan hinter den feindlichen Linien fest und wir können ihr nicht direkt neue Befehle zukommen lassen. Daher liegt es an euch, ihr diese zu überbringen. Sprecht mit Feldwebel Heath am Eingang zum Hold. Er wird euch sagen, wo ihr Leutnant Nesvettel findet. Dies ist keine Mission für einen Korporal. Daher seid ihr ab sofort auf der zeitweiligen Position eines Feldwebels. Gratuliere. Ja, das freut mich. Das war ja mal eine richtig flotte Beförderung, könnte man sagen. Also kein Korporal mehr, wir sind jetzt Feldwebel. Und so muss es sein. So will ich es haben. Und nicht anders. Ich laber wieder viel Scheiße, aber gut. Was soll man machen als Let's Player? Da muss man viel Müll erzählen. Nein, ich könnte ja auch mal sinnvolle Sachen erzählen, aber ich erlebe nicht so viel in meinem Leben. Ich bin eigentlich, man könnte eigentlich bei mir schon neues Wissen, das verdammte Schlachtfeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment so ein bisschen Vollzeit-Let's Player, auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich viel, was heißt viele Let's Play, ich habe schon viele Let's Plays gemacht, so kann man das nicht sagen. Aber auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich viele Abonnenten und sowas habe, sehe ich mich doch schon, oh scheiße, da will ich noch nicht hin, sehe ich mich doch schon als Vollzeit-Let's Player, schon alleine aus dem Grund, weil ich im Moment nichts anderes zu tun habe. Und deswegen mache ich das ja auch ganz gerne für euch, diese Parts aufnehmen und natürlich auch für mich, weil mir das Zocken davon ja auch Spaß macht. Und da habe ich einfach, erlebe ich dann einfach nicht so viel, weil ich ja im Grunde ja nur meine Let's Plays mache und nichts anderes. Ach, das war's schon wieder mit den Teufelchen, das ist ja interessant. Das ging ja fix wie nix, könnte man sagen. Oh Gott, fix wie nix. Heute ist so ein Tag. Heute ist so ein Tag, wo nicht viel Sinnvolles von mir zu hören ist. Aber nun gut. So, was haben wir da? Diese Schuhe, das ist ja auch noch so irgendwie ein Quatsch, den wir nicht brauchen. Hier haben wir dann, achso, diese neuen Symbole, Ashmadai-Symbole. Die können wir dann eigentlich auch eintauschen gegen diese komischen, wenn ich wüsste, wie sie hießen. Ey, was willst du denn hier? Wo kommen die weg jetzt? Auf einmal waren sie da. Naja. Die kann ich auch wieder eintauschen gegen diese Siegel des Löwen, sind das, glaube ich. Oder gibt es jetzt mittlerweile schon die Siegel des Manticore? Ich weiß gar nicht, ab wann es die Siegel des Manticore zu holen gibt. Ab welchem Level. Aber die müssten eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe bald zu holen sein. Also lange dürfte es eigentlich nicht mehr dauern. Ne, die kann man ja eintauschen. Ich glaube, 10 solche Symbole, den kriegt man ein Siegel oder sowas. Oder kann man, ich glaube, so war das gewesen, der Eintauschkurs. Ist jetzt nicht das allergrößte, also es geht nicht am allerschnellsten, aber immerhin sammelt man von dem Zeug ja doch schon ordentlich. Ihr müsst bedenken, wir haben jetzt 3 Gruppen gemacht und haben schon von diesen Symbolen, ich glaube 4 Stück oder wie viele haben wir da? Wir können ja mal eben kurz ins Inventar gucken. 4 Stück, tatsächlich. Haben wir's. Gar nicht mal so übel. Also ich kann mich zumindest nicht beklagen. So, wo haben wir noch Teufelchen? Da oben sind noch Teufelchen. Wir brauchen noch 11 Stück. Dann haben wir die Quest schon mal fertig. Okay, das hat auch ganz gut funktioniert. Den Helm brauchen wir natürlich wieder nicht. Das haben wir einfach mal so wieder gesammelt. Jetzt ist die Frage, müssen wir... Wir können ja mal gucken, ob wir die hier auch töten sollen. So, damit haben wir die schon mal weg. Hier haben wir noch diesen komischen, hässlichen Hexer. Ja, den wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den heilenden Schlag machen. Aber nun gut. Das scheint aber auch was gewesen zu sein, was wir hätten töten sollen. Finde ich gut. Was? Dreckige Teufel. So, das hat auch schon mal funktioniert. Wieder eine Schatzlade. Was ist mit denen da? Komm noch mal her, bitte. Dankeschön. So, erstmal die wieder weghämmern. Jawohl. Wird das auch mitgezählt? Nee, das wird natürlich nicht mitgezählt. Die werden natürlich nicht mitgezählt zu dem hier. So, dann müssen wir gucken, wo wir als, was wir als nächstes machen. Da können wir nochmal wie immer plündern. Das können wir eigentlich mal eben machen. Plündern wir das mal. Oh, nicht schon wieder. Jetzt geht das wieder los hier. So, das ist gut. Und dann können wir eigentlich den mal ver... Ja, diese Goldzeller gehen die mir auf den Sack. Es wird rein gar nichts mehr gegen diese hässlichen Goldzeller unternommen. So, Leute, hört auf mit dem Quatsch. Habe ich den jetzt nicht getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ging ein wenig in die Hose. Und ihr seht schon, wir haben hier einen etwas stärkeren... Obwohl, ist ein normaler Gegner. Da ist es überhaupt gar nichts Vernünftiges.
Also ist gar nichts drumherum. Um die Levelanzeige von dem Gegner. Weil sonst wäre da ja so ein komisches Gezacke drumherum. Wow, da einmal weg. Und da haben wir den großen Teufel auch weg. Aber der wurde nicht gezählt für die Quest, die wir machen sollen. Na gut, dann müssen wir Verjüngungstrank. Ist gut, den können wir gleich nochmal nehmen. Wobei, mir fällt gerade ein, wir sind vorhin zweimal gestorben im letzten Part, ne? Ist gerade ein bisschen ungünstig, dass wir da zweimal gestorben sind, weil dadurch sind ja auch unsere Tränke verschwunden, so ein Quack. So ein Mist aber auch. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal eben da hinten die Teufelchen und machen uns auf den Weg irgendwie auf eine sichere Straße. Denn ich sehe gerade, der Part, der ist schon wieder beendet und, was heißt nahezu beendet? Noch ist er nicht beendet. So, wir haben, glaube ich, 50 Teufel platt gemacht, haben damit sogar eine Quest fertig. Ja, und das ist doch eigentlich ganz gut. Wenn wir schon die Quest wieder fertig haben, dann müssen wir gleich nur noch gucken, dass wir dann die zweite Quest im nächsten Part fertig kriegen, beziehungsweise in 2 Tagen. Ich sage an dieser Stelle einfach mal, ich hoffe wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!